Der SV Tasmania Berlin, ein Verein mit großer Tradition. Das Jahr 1965 behalten die TAS-Fans ein Leben lang in Erinnerung. Dem Club aus Berlin-Neukölln gelingt der glorreiche Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Ein kurioser Aufstieg, an den sich der damalige Kapitän noch gut erinnert. Letztendlich war ja Sommerpause. Und in der Sommerpause logischerweise, wir spielten ja damals in der Regionalliga, Oberliga. Wir waren an der Ostsee eigentlich wie jedes Jahr. Und man hatte sich so ein bisschen angefreundet an der Ostsee. Kambodscha gespielt mit jemandem da. Und der kam eines Morgens, nachdem wir schon 3-4 Tage da waren, und sagte, sag mal, du bist ja immer noch hier. Er sagte, du musst sofort nach Berlin zurück. Ihr seid in die Bundesliga aufgestiegen. Da habe ich gesagt, naja, sag mal, einen besseren Witz konntest du ja wohl nicht machen. Aus dem Urlaub in den Profifußball. Tasmania Berlin steigt auf, weil der Deutsche Fußballbund die Bundesliga von 16 auf 18 Mannschaften aufstockt. Das Abenteuer für TAS beginnt. Im ersten Spiel gewinnen die Neuköllner gegen Karlsruhe 2:0 im Berliner Olympiastadion. Mit 81.000 Zuschauern im Rücken, das war nicht nur der 12. Mann, sondern das war auch der 13., 14. Mann für Tasmania. Und das hat auch das Spiel letztendlich entschieden, weil eben die Euphorie unheimlich groß war, so auch seitens der Zuschauer. Doch die große Euphorie wird schnell zum Höllentrip. Becker bekommt eine böse Vorahnung. Wir sind mit großen Hoffnungen dann nach Gladbach gefahren zum zweiten Spiel und haben da also ordentlich einen auf die Mütze gekriegt, ich glaube 5-1 oder 5-0 sogar. Aber das war natürlich eine Demontage. Und da wussten wir erstmal, oder da wusste der Letzte, wo wir eigentlich stehen. Und für mich war das so klar wie das Amen in der Kirche. Es folgen 31 Spiele in Folge ohne Sieg. Ein Novum im deutschen Profifußball. Eine Statistik, die man heute nur vom FC Schalke 04 kennt. Doch genau mit diesem Negativrekord bleibt der Berliner Verein ewig verbunden. Wir waren nicht unbedingt stolz darauf, dass wir die schlechteste Bundesligamannschaft waren. Aber das war natürlich der Nebeneffekt. Tasmania, da war doch irgendwas, da war doch irgendwas. Ach ja, das sind ja die damals, die meisten Tore, die wenigsten Zuschauer. Erreicht oder eben nicht erreicht, letztendlich ist es was da ist, was zu dem Verein gehört. Und ich sage so, man muss erstmal auch dahin kommen, dann unter den Clubs, die damals da waren, als Neuköllner Kleinverein, sich da hinzuspielen und da mitzumischen. 50 Jahre später ist viel passiert. Überschuldungen, Umbenennungen. Von der großen Fußballbühne ist Tasmania längst verschwunden. Der aktuelle Trend ist aber mehr als positiv. In der 5. Liga führte der ehemalige Bundesligist mit 21 Punkten aus 9 Spielen die Tabelle an. Durch den Saisonabbruch steigt Tasmania damit in die Regionalliga auf. Erst 2019 waren sie in die Oberliga aufgestiegen. Ein sportlicher Durchmarsch. Manche Mannschaften hatten dann wirklich noch mehr in ihren Kader investiert gehabt und eigentlich Truppen zusammengestellt, an denen nichts vorbeigeführt hatte. Bei Tasmania hatte ich immer den Eindruck, dass wir hier schon gesunde Gefälle gefahren sind und uns in den Bereichen auch bewegt haben. Und ja, was jetzt dann möglich ist, wird man sehen und schauen, wie es weitergeht. Und auf den Rängen lebt heute die Tradition von früher noch weiter. Die Fanszene, ein historischer Bestandteil der Tasmanen. Fans aus der Altersklasse, sage ich mal, haben wir auch einige dabei, die zu jedem Heimspiel und teilweise auch zu den Auswärtsspielen dann mitfahren. Ich glaube schon, dass auch aus der Region so das Interesse immer noch da ist und die sich auch immer noch mit dem Verein verbunden fühlen. Sportlich muss sich TAS vorerst in der Regionalliga etablieren. Strukturell will sich der Verein breiter und professioneller aufstellen. Mittelfristig soll ein drittligataugliches Stadion die Weichen stellen. Der SV Tasmania Berlin. Die Bundesliga-Zeit prägt den Club, die Vergangenheit begleitet die Gegenwart noch immer. Ein Verein mit vielen Geschichten und einer großen Historie.